So, kicken wir die Kampagne endet. Tukfan, nach Jahrzehnten des Aufbaus, war die größte Burg seines Zeitalters endlich vollendet. Die Festung war fertig, ihr Name die Koloa-Zitadelle. Sie legte den soliden Grundstein für die Verteidigung Aulaks und war zur selben Zeit für das gesamte Königreich ein Symbol des unerschütterlichen Willens seines Herrschers. Übrigens, ich bin nicht lesedoof, ich bin einfach nur... Ich kann einfach nur nicht so kleine Schrift lesen im Moment. 10 Jahre lang konnte sie Cao Tu abwehren und jeden seiner Vorstoße in ihre Länder verhindern. Schließlich gab es Frieden, untermauert von einer königlichen Hochzeit zwischen den beiden Königreichen. Doch das Bündnis war nur ein Trick Cao Tus. Tuhus, der in die Zitadelle gelangen wollte. Die Verteidigung von Koloa wurden sabotiert und nun marschiert Nan Yu erneut zur Burg. Ihre Zahlen sind so gewaltig, dass der König sie nie besiegen wird. Sie muss nicht zum Optiker, sie müssen eigentlich das 4K-Interface updaten. Geht ja hier auch, dass ein Bild 4K hat. Die Missionsbeschreibung könnte auch ein bisschen größer sein dementsprechend. Wir haben nicht viel Zeit, bevor die Nanyue ankommen. Meine Empfehlung ist, dass wir unsere Truppen zu den Mauern befehlen und unsere Türme so schnell wie möglich reparieren. Eine Nachricht von Tukfan. Ich wurde verraten und bin nun in Gefahr. Doch wir werden bis zum letzten Manne kämpfen, bevor wir den Eindringlingen unser Land überlassen. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Kommt noch. Die beste Festung hat immer ein paar Löcher. Da ist übrigens dieser Vorbau, den ich erwähnt hatte, meiner vorherigen Mission. Holzschutz. Der nimmt 100% der Pfeile auf. Dadurch kriegen dann die Truppen in der Umgebung keinen Schaden. Xiao威，向着荣耀迈进。领主，明白。有何指令？有新指令吗？马上到！弓箭手，行动！我们准备就绪。 Oh, ich habe keinen Ort, wo ich Stein holen kann. Yǒu xīn zhǐ līng mā? Kuài shǎng chéng qiǎng! Oder übersehe ich das nur? Ne, es ist wirklich. Gibt keinen Stein.
领主，弓箭手，行动！弓箭手就绪，出发！长官，箭矢待发。Jetzt mal schon wüsste, von wo die Feinde kommen. Ach so, da ist ein Fähnchen. Und da ist auch ein Fähnchen. Und noch ein Fähnchen. Ah ne, hier war der Steinbruch. Ja, kacke nochmal. Saya, die Menschen hassen sie. Saya, sie verlieren Gold. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Vielleicht soll ich den Außenwall in Ruhe lassen und direkt den Innenwall nur verteidigen. So, egal, wenn die da außen rumrennen. Der Innenwall ist stärker und ich habe die... Ich habe einen großen Anteil an Türmen. Wir haben fast keinen Reis mehr, Hoheit. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Das haben schon andere behauptet vor dir. Speichere es einfach mal und dann sehe ich das ja nachher. Ach so, übrigens ISO-Perspektive, nicht ISO-Perspektive, sondern Vogelblick, damit man besser sehen kann, wie man am besten baut, damit man keine Lücken in der Mauer hat. Und irgendwie schläft mir heute das Bein ein, während du drauf liegst. Die Truppen der Nanyue sind fast da. Wie überaus freundlich von euch, dass ich bis zum bitteren Ende an eurer Seite kämpfen darf. Es ist mir eine Ehre, mit dir unterzugehen. Kann man nicht mal alle Gebäude in einer niedrigen Ansicht betrachten? Da ist die Alternative dazu. Man betrachtet einfach alles von oben. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Ja, 9 Bogenschützen können auf einen Turm. Ah ne, stimmt gar nicht mehr. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Wenn man ein bisschen schiebt, passen auch mehr als 9 rein.
Es wäre schön, ab und zu mal etwas Gemüse zu haben, Hoheit. Ihr kriegt doch Gemüse. Zhangguan, yohe fenfu? Zhao Tuos Armee hat uns fast erreicht. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Xiao Wei, kuai shang cheng qiang! Kuai shang cheng qiang! Hör ich da etwas Angst in deiner Stimme? Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Lingzhu. Eine Nachricht von Tuk Fan. Sie sind uns zwar zahlenmäßig überlegen, doch Koloa wird nicht fallen. Die Truppen von Zhao Tuo werden an uns zerschellen wie die Wellen am Felsen. Überlebt die Feindinvasion 15 Minuten lang. Wir werden angegriffen. Wer braucht schon den Außenwall? Yohe Mingling. Gong Jian Shou Jiu Xu. Zun Ming. Yan Dai Jun Ling, Kuai Shang Cheng Qiang. Aber ist mir gerade erst aufgefallen, da ich Ressourcen kaufen kann. Xiao Wei, kuai shang cheng qiang! Kuai shang cheng qiang! Lingzhu, bei zhi ban bu dao. Bin schon, wollt's einfach Butter klopfen? Die Nanyue greifen erneut an. Dieses Mal haben sie gewaltige Belagerungswaffen mitgebracht. Eine Nachricht von Tuk Fan. Seid stark! Keine Gerätschaft kann die Mauern von Koloa durchdringen! Nö, aber mein Radiergummi kann sie löschen. Lingzhu, Chufa! Also für den aktuellen Status ist es doch eine große Armee. Das ist ja nicht die finale Welle. Xiao Wei. Gewalt ist auch relativ. Wir sind 状态良好.
快上城墙。Weil es das schon das Gewaltigste, was man sich zu der Zeit vorstellen konnte. Seht da, eine gewaltige Armee. Das bin nur ich mit meinen Boys. Hoheit, was sollen wir nur gegen diese Armee unternehmen? Sie erschießen, bevor sie den Wall erreicht. Bei diesem Gebäude ist alles in Ordnung, Hoheit. Zu nah am Feind, um repariert werden zu können. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Alles entspannt, ihr macht das schon. Angegriffen. Guten Abend, Eugen. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Bingju. Kui shang cheng qiang. 25 Truppenkapazität, großer Turm. Ach, der ist das. Zhangguan, jian shi dai fa. Gong jian shou jiu xu. Arbeit wurde unterbrochen, Eure Hoheit. Dieses Gebäude hat keine Arbeiter, Hoheit. Ja, dafür kann ich die rekrutieren. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Echt? Nee. Produziert doch fast doppelt so viel, wie ich benötige. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Bingju. Wir sind bereit für die Ich habe einfach mehr erwartet. Obwohl, Stronghold 1 oder Stronghold generell konnte man den auch immer ganz gut durchspielen. Außer zwei Missionen des ersten Strongholds, die waren richtig schwierig. Ich glaube, das Schwein seine Festung zurückerobern will dann, weil du begrenzte Truppen hast und keine aufbauen kannst. Und was war die andere? Ich spiele auf schwer, eigentlich. Aber wie immer variiert der Schwierigkeitsgrad dann doch etwas sehr. Und es fehlt natürlich für den Angreifer noch der Tribok, der eine höhere Reichweite hat als die Bogenschützen. Wenn du alle Strongholds gespielt hast, dann weißt du, dass Stronghold 2 und Stronghold 3 schon auch nicht wie Stronghold waren. Eigentlich gibt es bei Stronghold nur Stronghold, Stronghold Crusader
und Stronghold Crusader 2. Und Legion mögen ein paar Leute, warum auch immer. Hoheit, die Späher berichten von einer gewaltigen letzten... Tut mir leid. ...mit überwältigender Masse und Größe. Aber nach Stronghold Crusader ging es halt eigentlich bergab. Na, bergab ist vielleicht das Falsche dafür. Und ich muss sagen, dass das hier vom generellen Gameplay her am nächsten dran ist zu Stronghold und Stronghold Crusader von damals. Bei Stronghold 2 haben sie verkackt den Umstieg auf 3D, plus, dass irgendwo es verbuggt war, plus, dass es keine richtige Geschwindigkeit gab. Also es gab keine optimale Spielgeschwindigkeit. Entweder waren die Truppen total langsam, oder die Truppen waren alle viel zu schnell. Nun erkenne ich, dass diese Horde durch nichts aufzuhalten ist. Also sie soll jetzt gehen? Hoffnung ist verloren. Mein Traum, er ist am Ende. Es werden Vorbereitungen für die Flucht Tukfans aus der Festung getroffen, Hoheit. Nun ist es an euch, ein deutliches Zeichen zu setzen. Lasst nicht zu, dass unser Feind den Burgfried erreicht. Nur dann hat unser Anführer die Möglichkeit zu entkommen. Stronghold Crusader haben sie zu viel Neues ausprobiert. Das Problem ist einfach, dass mir das Setting Stronghold Crusader, auch wenn das eigentlich theoretisch ganz cool war, mit in den Nahen Osten gehen und und so gesehen den Heiligen Krieg führen, hat mich das nicht so gereizt. Wie kann ich euch dienen, Meister? Rekruten werden benötigt. Achso, nach Stronghold Crusader haben die zu viel ausprobiert. Aber ich muss, wie gesagt, es war nicht so mein Favorite. Obwohl es vom Gameplay her immer noch sehr gut war, das erste Crusader. Das zweite soll inzwischen durch viele Patches und so weiter ja auch runder sein als zum Release. Ich habe heute nochmal reingeguckt. Aber ja, nach Crusader wollten sie immer ein bisschen viel ausprobieren und es hat sich nicht weiterentwickelt, die Serie. Zu nah am Feind, um repariert werden zu können. Ich glaube, jetzt haben sie ein bisschen zu wenig gewagt, aber dafür funktioniert halt alles. Ich hoffe einfach, dass am ersten Tag die Interface-Sachen korrigiert sind. Und das wirklich noch eine Sache ist halt vorm Day-One-Patch. Was sollen sie weiterentwickeln bei Stronghold? Noch mehr Bergverteidigung. Sondern etwas ernüchternde, einfache Verteidigungsmission. Weil Bogenschützen regeln alles. Seine Krieger kämpften selbst im Angesicht dieser Übermacht tapfer. All jene, die seit den frühesten Tagen an der Seite des Königs gekämpft hatten, weigerten sich zu glauben, dass er sie in diesem letzten Augenblick im Stich lassen könnte. Doch schließlich nahm der Feind die Burg ein. Der König von Aulak war fort und Cao Tuo eroberte das Königreich, auf das er es schon so viele Jahre abgesehen hatte.